tatsächlich an. Dann sage ich ganz herzlich willkommen zum ersten Erfolgstalk der Vermögensakademie. Ich finde es großartig und genial, erstmal, dass meine Experten hier dabei sind und das zu einem ganz, ganz spannenden Event für euch machen. Ich finde es auch wunderbar, dass ihr euch heute am Abend die Zeit genommen habt, um zuzuschauen und von dem großartigen Wissen der Experten zu profitieren. Ich stelle sie euch jetzt auch nochmal schnell vor. Und zwar haben wir Nana Pfeiffer mit dabei. Nana ist Coach, NLP-Ausbilderin, Online-Unternehmerin, angehende Kongressveranstalterin, digitale Nomadin und beschäftigt sich schon sehr lange mit allem, was Verhaltensmuster, Denkweisen für Erfolg ausmacht und unterstützt Menschen dabei, einfach mit dem richtigen Mindset erfolgreich zu werden und durchzustarten. Herzlich willkommen, liebe Nana. Toll, dass du hier bist. Übrigens aus Thailand zugeschaltet. Ja, vielen Dank, Eva. Dann haben wir noch mit dabei die liebe Katja, die leider auch ein bisschen krank ist. Sie hat gerade gehustet, aber ich hoffe, ihre Stimme macht mit. Katja ist ebenfalls Coach, Trainerin, Podcasterin, hat den Berufsoptimierer-Podcast und unterstützt Menschen, die sich in einer beruflichen Wandelsituation befinden und die jetzt einfach voll durchstarten wollen, ihr Potenzial finden wollen, genau das Ding für sich jetzt rausfinden wollen, mit dem sie durchstarten wollen. Und beehrt uns heute auch hier in unserem Erfolgstag. Super, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung, Eva. Ja, total gerne. Dann kommen wir zu den Herren der Schöpfung. Der liebe Ernst, seines Zeichens Erfolgscoach, macht also quasi sein ganzes Leben genau das, unterstützt andere Menschen dabei, erfolgreich zu werden, ist selber aber auch sehr erfolgreicher Unternehmer, hat ein großes Naturkosmetikunternehmen, eine Schönheitsfarm und ist Autor von sage und schreibe ungefähr 70 Büchern. Stellt euch vor, sein Ziel sind 1000. Ja, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Angela. Sehr gerne. Dann haben wir auch noch Stefan Rappenglück dabei. Stefan macht Menschen zu erfolgreichen Verkäufern und hat die Sales Different oder Train Different Methode und zeigt einfach, wie es auch anders gehen kann, wie man menschlich verkaufen kann und wie man einfach sehr, sehr erfolgreich ist, wenn man sein Gegenüber wahrnimmt als Mensch, mit ihm auch als solches interagiert und wird uns heute aus seinem geballten Erfahrungsschatz als Profiverkäufer ein bisschen erzählen, was für ihn so die Erfolgsstrategien waren. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Ja, in erster Linie wahrscheinlich als Mensch, aber schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, super, klasse. Wir haben auch noch mit dabei, im Moment noch nicht hier bei uns im Raum, aber er kommt gleich, ist gerade quasi auf dem Weg, den lieben Christian Gärtner. Christian ist auch Speaker, Coach und auch Podcaster, hat den Power-Podcast. Ernst hat übrigens auch einen coolen Podcast, habe ich vergessen zu erwähnen, auch einen sehr, sehr coolen, ergebnisorientiert. Einen spannenden Podcast. Und Christian kommt gleich auch zu uns und wird uns auch unterstützen oder euch seine Expertise zum Thema Erfolg mitgeben. Christian hat auch wirklich, stand auf ganz vielen Bühnen schon, hat ganz viel mit Tobias Beck zusammengearbeitet, war da jetzt gerade auch am Wochenende in Babelsberg, hat die Bühne da gerockt mit Ruby Beck und seinen Leuten. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn jetzt auch dabei haben. Wir fangen an, wie bei meinen anderen Experten-Talks, damit, dass wir erstmal 30 Minuten Experten-Talk haben, wo die Experten euch von ihren Erfolgsstrategien erzählen. Und ja, wo es darum geht, euch einfach mit dem besten Wissen der Experten zu versorgen. Und danach habt ihr 30 Minuten Zeit, über den Chat eure Fragen zu stellen. Den könnt ihr auch gerne schon jetzt nutzen. Yay, da ist unser Christian. Wuhu. Schönen Abend zusammen, Hallöchen. Hi. Wunderbar. Jetzt sind wir also hier in der Expertenrunde vollständig. Und wie gesagt, ich gebe das Wort an die Experten ab. Christian, ich habe dich in Abwesenheit gerade schon kurz vorgestellt und überlasse euch jetzt für die ersten 30 Minuten das Feld, sodass ihr einfach mal erzählen könnt, was sind eure Erfolgsstrategien? Was ist für euch das entscheidende Momentum dafür, um wirklich erfolgreich zu werden? Was könnt ihr für Gedanken an die Leute mitgeben, die sie dabei unterstützen? Ich würde jetzt auch einfach mal wieder sagen, Ladies first, wir fangen mit den Damen an. Vielleicht könnt ihr ja mal anfangen und dann freue ich mich auf geballte 30 Minuten Input von euch. Ja, soll ich mal anfangen, Nana? Ja, gerne. Schieß los. Erfolgsstrategien, eigentlich was am meisten hilft, ist erstmal anzufangen. Anzufangen und sich was zu suchen, was zu einem passt und einfach losstarten, egal ob es schon perfekt ist oder nicht. Und dann dranbleiben und es quasi auf dem Weg besser machen. Das ist eigentlich so das, was bei mir zum Erfolg geführt hat in unserem Podcast, dass wir dann einfach angefangen haben
Das erste Interview war ganz grauselig, aber halt mit der Zeit wird man besser. Und wenn man dranbleibt, dann irgendwann kommt dann der Erfolg. Und so profan das klingt, viele fangen erst gar nicht an. Und wenn sie anfangen, dann bleiben sie gar nicht dran. Das wären so die ersten beiden Tipps, die ich so abgeben könnte. Und arbeitet zusammen. Sucht euch Kooperationspartner, sucht euch Partner, mit denen ihr das zusammen machen könnt. Sucht euch eine Mastermind-Gruppe, um euch auszutauschen. Das wären so die grundlegenden drei. Nana. Ich kann das total unterstützen, was Katja gesagt hat, weil dann kommt eine gewisse Dynamik rein. In dem Moment, wo ich nur nachdenke, bleibt es irgendwie im Alten. Und was mir früher enorm geholfen hat, ich wusste irgendwie, da ist irgendwas da draußen, was ich will, ein Leben, wie ich leben will, und ich habe es nirgendwo gefunden. Ich habe keinen einzigen Job gefunden, der so ist, wie ich es möchte. Ich habe alles, was ich gesehen habe, habe ich gemerkt, das passt nicht für mich. Und was für mich tatsächlich der Schlüssel war, um da jetzt anzukommen, wo ich jetzt bin und auch weiterzumachen jetzt, ist, in mich zu gehen und mir aufzuschreiben, das beste Leben, was ich mir persönlich vorstellen kann. Wirklich einfach alle Gedankenwolken, alle Zweifel, alles, was so hemmt und sagt, oh, das gibt's ja gar nicht oder es ist ja gar nicht möglich, einfach wirklich einmal für einen Moment beiseite zu räumen und anzufangen aufzuschreiben, was möchte ich? Was möchtest du? Was fühlt sich für dich gut an? Was fühlt sich für dich inspirierend an? Und in dem Moment, wo du erlaubst, es aufzuschreiben und diese Vision aufzubauen, dann trittst du in eine neue Welt ein. Das ist das Erste, die Vision. Und dann wird sich's immer weiterentwickeln auch. Dann kannst du es immer weiter ausschmücken. Und dann als Zweites dir Leute zu suchen, die genau da sind, wo du hin möchtest, die da schon sind. Und die zu dir passen, wo du merkst, es inspiriert dich. Oder auch, es fordert dich vielleicht heraus, dass da Leute sind, wo du merkst, oh, die sind so ganz anders. Sind schon da, wo du hin möchtest, und dann schau, dass du dich mit diesen Leuten connectest, dass du so gut wie möglich mit solchen Leuten in Kontakt bist, und du wirst merken, nur alleine, dass du was von denen anguckst, dass du mit den Menschen ins Gespräch kommst, wirst du schon selber ganz viel mitnehmen, weil wir lernen durch Imitation, wir gleichen uns ganz stark an die Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und das Dritte ist, ich habe meine Verhaltensweisen ganz stark herausgefordert. Ich habe gemerkt, ich möchte ein Ziel erreichen, habe gemerkt, alles, was ich tue, sorgt aber dafür, dass ich es nicht erreiche. Das heißt, was kann ich in mir verändern an Verhaltensweisen, um auf einmal diese neuen Ergebnisse zu erreichen? Das ist einmal so vorweg. Super, wer der Herren will, fand ich, waren schon total wertvolle Tipps. Ich freue mich, wenn ihr reinspringt. Ernst, bitte. Oh, ja, danke, danke. Ja, also für mich ganz, ganz klar, was du auch gesagt hast, Katja, just do it, fangt endlich an. Das ist die aller wichtigste Botschaft hier. Weil diese ewige Zweiflerei, dieses Leiden an Perfektionismus, da fehlt mir noch was, da fehlt mir noch was. Das erlebe ich so oft, vor allem auch oft bei Frauen. Nee, ich muss noch die Ausbildung haben, den Abschluss brauche ich noch und dann werde ich anfangen. Das ist alles Bullshit. Weil das ist alles nur Theorie, die Ausbildung. Und wenn du in die Praxis gehst, das spielt eine ganz andere Welt. Das ist total was anderes. Und also für mich ist einfach just do it, das ist Schritt Nummer 1. Nummer 2 ist learning by doing. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Nummer 3 ist, hol dir einen Mentor. Hol dir jemanden, der schon dort ist, wo du gerne hin möchtest. Das ist so wichtig, weil das ist der Königsweg. Der erspart dir einfach viele Umwege. Der erspart dir Try and Error, Versuch und Irrtum. Dann ist natürlich wichtig, Seminare, auch das möchte ich sehr, sehr, sehr ans Herz legen, wenn ich da manche Leute höre. Ja, ich war letztes Jahr auf einem Seminar, dann kann ich sagen, bist du wahnsinnig, ich gehe heute noch jeden Monat zigmal auf ein Seminar, auf Vorträge, ich lese Bücher, ich höre Podcasts, das heißt, ich bilde mich permanent weiter. Ein Tag ohne Weiterbildung ist für mich ein verlorener Tag, weil ich muss mich einfach trainieren nach dem Prinzip von use it or lose it, ja. Und dann brauchen wir natürlich ein irrsinniges Durchhaltevermögen. Was heißt das? Wir müssen da durchgehen, wir müssen es aushalten, dass sich am Anfang manchmal gar nichts tut, ja, weniger als nichts, ja. Und wenn man da durch dieses Tal der Tränen, wie ich das nenne, wenn wir da durchgehen, dann kommen wir irgendwann zum Vermögen. Und das sieht natürlich Otto Normalbürger nur so, boah, über Nacht hat er Glück gehabt, über Nacht ist er zum Erfolg gekommen. Aber wie lange dieses Tal der Tränen gedauert hat, das sieht keinen Mensch.
die schlaflosen Nächte, die Zweifel, die soll ich nicht. Und da hilft mir eins sehr, sehr. Ich sage mir immer, wenn ich manchmal zweifle, weißt du was, Ernst, komm, noch einen einzigen Tag machst du es. Okay, einen Tag. Hältst du das noch durch? Ja, halt dich durch. Und am nächsten Tag sage ich noch einen Tag. Und das mache ich so lange, bis es plötzlich aufgeht, die Saat. Und dann ist es einfach nur fantastisch. Das ist auch mein erster kleiner Beitrag. Also das Wichtigste für mich, was Erfolg angeht, ich kann das alles unterstreichen, was ihr gesagt habt. Und das habe ich auch über lange, lange Zeit erstmal alles suchen müssen und zusammensuchen müssen. Sehr, sehr viel finde ich hier in den Büchern. Und das ist der erste Schritt. Lies, bis du nicht mehr magst, bis du nicht mehr kannst. Also finde Bücher, finde Autoren. Das sind erweiterte Mentoren für dich. Du musst nicht immer unbedingt, keine Ahnung, irgendwie durch die ganze Welt reisen, um einen Mentor zu finden. Alles ist hier in diesen Büchern und in den tollen Podcasts zu finden. Und da findest du ganz, ganz viel für dich. Aber es ist halt nicht mit Lesen getan. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Du musst es halt auch umsetzen. Ja, ich kenne 1000 Menschen, die haben zwar so ein Regal, aber die haben die Bücher noch nicht gelesen. Geschweige denn, wenn sie gelesen haben, dann auch wirklich umgesetzt. Ich werde 1000 Mal am Tag gefragt, Stefan, was waren deine Bücher zum Erfolg? Und ich sage immer oft, das gab ein einziges Buch zum Teil und das habe ich halt wirklich dann erstmal umgesetzt. Also wirklich jeden Schritt durchgegangen, markiert, umgesetzt, markiert, wieder zurückgegangen, weil ich es dann doch wieder nicht verstanden habe. Und das habe ich dann so lange getan, bis es geklappt hat. Und dann habe ich erst das nächste Buch genommen. Also Bücher zu konsumieren bringt euch noch nicht weit. Das ist wirklich das Umsetzen als solches. Das Zweite, was ich wahnsinnig wichtig finde, wir reden immer von Erfolg, aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, für sich zu definieren, was ist denn dein persönlicher Erfolg? Ich glaube, dass wir unheimlich viel kopieren von dem, was wir denken, was erfolgreich sein könnte oder was Leute als erfolgreich definieren. Und wenn ich mich da nehme, ich habe da irgend so ein Buch hier noch rumliegen, das ist aus einer NLP-Timeline von Ted James, glaube ich. Und ich habe mich da hingesetzt und ich habe es gehasst. Ich habe dieses Buch immer wieder in die Hand genommen und habe es 3 Jahre lang durchgearbeitet und ich habe es ums Verrecken nicht geschafft, irgendwelche Ziele aufzuschreiben, die da drin gefragt worden sind. Ja? Also wirklich so, was willst du in 5 Jahren sein? Was willst du in 3 Jahren sein? Wo willst du in 2 Jahren sein? Und ich hatte keine Ahnung, was ich da reinschreiben soll. Irgendwann wollte ich es fertig haben und das kennt ihr vielleicht auch. Und dann habt ihr irgendwelche Ziele aufgeschrieben. Aber tatsächlich sind das irgendwelche Ziele von Leuten, die ihr kennt und die kopiert ihr dann einfach nur. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dass wenn du ein Ziel findest für dich, wenn du Erfolg für dich selbst definierst, dann ist es immer ein Zustand der absoluten Zufriedenheit, des Glücklichseins, der vollen Liebe, die du im Herzen hast, weil du einfach das, was du tust, endlos tun könntest. Du willst damit gar nicht aufhören. Und da hast du schon mal einen Ansatzpunkt, was könnte für dich Erfolg sein? Und da habe ich ganz, ganz lange rumgeschraubt, bis ich das für mich gefunden habe. Und eigentlich ist es so leicht, indem du einfach mal loslässt. Ja, und einfach mal im Flow lebst und zulässt, dass du wieder fühlst, dass du wieder spürst, dass du wieder wahrnimmst, deine Umwelt wahrnimmst, ohne diese Filter, die du dir vorher aufgebaut hast und so weiter. Und Punkt 3, akzeptiere für dich, dass dein ganzes Marketing, alles, was du dir aufbaust, deine Visitenkarten, dein tolles Logo, deine schönen Headlines in deiner Webseite und so weiter, dass das alles nichts wert ist, wenn du nicht ein einziges Produkt verkauft hast bis jetzt in deinem Leben. Das heißt also, wenn du nicht in der Lage bist, dass du nur einen Menschen bis jetzt begeisterst, der das wieder refinanziert, was du da reinsteckst, ja, dann wirst du nie erfolgreich sein. Also akzeptiere, Verkauf wird die Grundlage für alles in deinem Leben sein. Und das sage ich jetzt nicht nur als Verkaufstrainer, Coach, Speaker, sonst irgendwas. Das sage ich dir einfach, weil ich es für mich akzeptiert habe, es in allen Bereichen meines Lebens als Grundlage zu sehen. Ohne dass du den Cashflow hast, kannst du nichts aufbauen. Oh. Einen wunderschönen guten Abend nochmal und Entschuldigung für meine kleine Verspätung am Anfang. Liebe Kollegen, liebe Freunde, ihr habt mega geile Beiträge hier schon gemacht. Ich habe hier schon eine Seite mitgeschrieben. Ich hoffe, alle, die hier im Call sind, haben das auch getan, weil das sind wirklich extrem coole Tipps, extrem wertvoll. Ich würde ganz gerne anknüpfen bei dem, was der Stefan gerade gesagt hat, weil das habe ich mir als erstes aufgeschrieben. Wir reden alle immer über Erfolg und heutzutage ist ja Erfolg auch überall präsent, an jeder Ecke. Ja? Aber was ist eigentlich Erfolg? Und deswegen hättest du es nicht jetzt so ausführlich gesagt, hätte ich es jetzt nochmal gemacht. Ich teile das zu 100%. Sorry, Stefan. Nee, alles gut. Das ist doch super, dass hier auch, dass unsere Meinungen sich auch decken. Und ich glaube, das sehen Katja, Nana und Ernst genauso, dass es halt für jeden etwas anderes ist und dass wir endlich aufhören sollten, nach dem perfekten Erfolgsweg zu suchen oder nach der richtigen Linie oder nach dem richtigen
Buch, dem richtigen Seminar, dem richtigen Mentor, gibt es nämlich alles nicht, weil es ist nur dein Weg, der zählt. Und ich glaube, der allererste Schritt zu deinem Erfolg ist, dich erstmal hinzusetzen und dich einfach mal zu entspannen. Mal zu sagen, hey, cool, es ist alles gut, wie ich bin. Ich sitze hier in einem geschlossenen Raum. Ich habe eine Decke über dem Kopf. Ich habe Essen auf dem Tisch. Und jetzt gucken wir mal, was ich mit meinem Leben anfangen will. Und schalt mal Social Media ab. Schalt mal das ganze Zeug ab, was draußen ist. Sondern konzentriere dich einfach mal auf dich und auf das, was du der Welt geben kannst. Und dann wird sehr schnell nämlich in diesen Flow reinkommen, von dem der Stefan gerade gesprochen hat. Und in dieses Glücksgefühl, was dann für dich Erfolg bedeutet. Erfolg ist weder, natürlich, wenn Erfolg für dich was mit materiellen Dingen zu tun hat, dann ist das vielleicht für dich Erfolg. Aber ich glaube, dass Erfolg auch schwierig im Allgemeinen zu messen ist. Es ist einfach ein Gefühl, was da ist in dir. Und ein guter Freund, auch ein Mentor inzwischen, hat mal zu mir gesagt, Christian, weißt du, für mich ist jemand schon erfolgreich, wenn er eine Beziehung hat, in der er glücklich ist. Dann, das ist für mich schon Erfolg. Und deswegen glaube ich auch, bevor wir über Erfolgsstrategien und so weiter sprechen, müssen wir einfach einen Schritt zurückgehen und gucken, was ist Erfolg. Stefan hat auch das gerade angesprochen, diese Vergleicherei mit anderen. Ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen davon abhält, die nötigen Schritte zu machen und mutig zu sein. Heutzutage prasselt den ganzen Tag irgendetwas auf uns ein. Es gab noch nie so viele Chancen und Möglichkeiten wie heute. Ich meine, das ist ja genau dein Thema auch, Eva. Ja, aber das hat einen riesen Vorteil, dass jeder irgendwo was finden kann, was ihn erfüllt, womit er erfolgreich werden kann. Auf der anderen Seite stehen die Leute auch vor einer riesen Herausforderung, das Richtige für sich zu finden, aus dem Haufen von hunderten Möglichkeiten, das rauszupicken. Das heißt, die Leute brauchen da auch ein bisschen Orientierung. Und ich glaube, dass einfach der Prozess das ist, worauf man sich fokussieren sollte. Wirklich der Lernprozess, der Ernst hat so schön gesagt. Ja, du fütter deinen Geist jeden Tag mit neuen Dingen. Genieße den Prozess, auch wenn du mal einen Scheißtag hast. Ist doch egal. Genieße den Prozess und hab Spaß dabei zu wachsen. Wachstum für mich ein größtes Erfolgs, also wo ich Erfolg für mich messe. Wie stark wachse ich jeden Tag und wie stark wächst jemand anders vielleicht jeden Tag? Und dann natürlich noch eine wichtige Sache, die für mich halt sehr entscheidend ist, wenn ich mir in meinem Umfeld für mich erfolgreiche Menschen angucke, sind es immer Menschen mit einem hohen Maß an Begeisterung, Begeisterungsfähigkeit und Hunger. Les Brown sagt immer schön, so schön, you gotta be hungry. Also du musst hungrig sein, darauf etwas in der Welt zu verändern und den Menschen etwas mitzugeben. Und ich glaube, das ist auch das, was du ein Stück weit auch in dir tragen musst und nicht 100% lernen kannst. Du kannst Begeisterung lernen, aber dieser Hunger, der muss aus dir herauskommen, weil den brauchst du. Ich meine, da haben wir uns auch viel drüber unterhalten, Eva, ja, ich meine, du hast deinen Kongress, du hast die ganze Akademie die letzten anderthalb Jahre aufgebaut und Wahnsinn, was für eine Erfolgsgeschichte, und dennoch gab es Tage, da hättest du vermutlich am liebsten Kopf in den Sand gesteckt und hättest gesagt, ey, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ich hier vorankommen soll, weil jetzt kommt das Problem und das und das und das und das. Aber du hast einfach so Bock drauf gehabt, dass du es halt durchgezogen hast. Ja. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du... Entschuldige, Katja. Ja, das ist auch das Entscheidende. Such dir was, wo du richtig Bock drauf hast. Also probier Sachen aus und spür rein, ist es deins oder nicht. Also ich habe vor Jahren, ich glaube, weiß ich nicht, schon 10, 15 Jahre her, habe ich mit Network Marketing mal angefangen. Ich fand es ein super System, es war eine ganz tolle Firma und habe mich total gegeißelt, weil ich es nicht hinbekommen habe. Weil ich gedacht habe, habe aber dann irgendwann festgestellt, das ist einfach nicht meins. So gut das System auch sein kann, wenn man eine gute Firma findet, das war nicht meins, und dann habe ich entsprechend dann weitergesucht. Also fang Sachen an, spür rein, ist es deins, passt es zu dir, fühlt es sich gut an, und dann such halt was anderes. Also es ist nicht so, dass man auf Anhieb sofort die Lösung findet, sondern man muss wirklich Bock drauf haben, wie der Christian sagt. Also das ist irgendwie, weil es wird die Durststrecken geben, es wird mal Abende geben, wo man ganz lange ranklotzen muss, weil was fertig sein möchte, fertig sein muss, oder dass man einfach merkt, ich komme nicht so voran, wie ich mir das vorstelle. Und es sollte irgendwas sein,
wo du richtig Bock drauf hast und wo du du selber sein kannst, wo du authentisch sein kannst und wo es zu dir passt. Das ist auch ganz spannend, weil ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen Erfolg immer mit einem Zeitpunkt definieren, an dem sie irgendwann mal ankommen werden, dass sie irgendwann mal dann erfolgreich sind. Da steht so eine Fahne auf ihrem Lebenslauf und am Schluss steht dann Erfolg da. Ich glaube, das ist der größte Irrtum an der Stelle, weil ich glaube, Dieter Lange hat es mal gesagt, er kann nicht Erfolg wirklich definieren. Also er hat gesagt, er hat es erstmal versucht und hat gesagt, wie kann ich unglücklich sein definieren? Und er sagte, unglücklich war ich immer dann, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Also das heißt, am glücklichsten bist du dann, wenn du dein Ziel nie erreichst. Also wenn du ein Erfolgserlebnis dir praktisch über deinen Lebenslauf aufbaust. Also wie könnte man erfolgreicher sein, als dass man jeden Morgen aufwacht und sagt, ich finde das ziemlich cool, was ich hier tue. Ich finde die Frau ziemlich klasse, neben der ich aufwache. Ich mag meine Kinder hier gerne, auch wenn ich sie manchmal an die Wand klatschen könnte. Also egal, was halt eben du in deinem Leben tust, ja, wenn es dich mit Glück erfüllt, dann hat das ganz viel mit Erfolg zu tun. Ja. Und wenn du das dann vielleicht mal zusammenpackst, also putting the piece together zu einem Gesamtbild, dann wirst du sehr, sehr schnell für dich feststellen, dass du schon ein sehr erfolgreiches Leben dann führst. Das kannst du noch ausmalen, indem du deine Visionen weiter ausbaust und überlegst, wie könnte man es noch skalieren, wie schön könnte es noch werden, wie bunt könnte es noch sein. Wie Katja auch, Nana auch gesagt hat, lass es doch einfach mal zu, ja, spinn ein bisschen, schalt mal dein Hirn aus und lass es gleiten. Aber wenn du in dem Moment des Glücks bist und einfach mal sagst, so, ich könnte gerade die Welt umarmen und ich finde das alles ganz wunderbar, was es ist, ja, dann überleg dir doch, wie kannst du das in Zukunft denn in dein ganzes Leben mit integrieren? Und dann bist du schon sehr, sehr nah am Erfolg. Und was ich auch immer wieder erlebt habe in den letzten Jahren, auch in den Coachings, in den Seminaren, dass viele Menschen wissen noch nicht, was sie wirklich begeistert. Sie haben im Anfang noch keine wirkliche Ahnung von diese ganzen Menschen, die so erfolgreich sind, die strahlen so und die sind so im Flow und die haben so eine geniale Energie. Was ist denn eigentlich mit mir? Warum habe ich nicht so ein Flow, so ein Drive? Und viele Menschen, habe ich das Gefühl, schauen ganz viel nach außen und sehen ganz viel, was andere Menschen tun und verlieren sich darin, einfach nur zu konsumieren. Und in dem Moment, wo sie aber wirklich reinschauen und wirklich bei sich selber reinschauen, das macht mir Spaß. Und selbst wenn es keinen Sinn macht, selbst wenn du das, was dir richtig viel Spaß macht, nirgendwo findest um dich herum, dann ist es immer noch das Richtige. Und diese Begeisterung und das, was ihr, wovon ihr auch eben gesprochen habt, diese Kraft, die da innen drin brodelt, die hat jeder. Nur viele erlauben sich das nicht so richtig zu spüren oder erlauben sich auch nicht da wirklich hinzugucken oder sich das so einzugestehen und sind stark auch in diesen ganzen Normen so verhaftet, die sie so gelernt haben, auch in den vergangenen Jahren. Mega guter Punkt, Nana. Ich glaube, das ist was, also wirklich, das ist in jedem drin, von Kindesalter. Wenn ich meinen 2,5-jährigen Sohn zu Hause sehe, der rastet jeden Tag aus morgens um 6:30, weil er sich so drauf freut, seinen Playmobil-Zug rauszuholen und durch die Wohnung zu heizen, eine Minute nachdem der aufgestanden ist. Und das ist halt, natürlich werden wir älter und dann beschäftigen wir uns damit, okay, was wollen wir im Leben und so weiter. Aber ich glaube, dass viele Menschen einfach über Jahre hinweg sich eben in diesen Normen bewegt haben und so in diesem Hamsterrad sich einfach bewegt haben. Und ohne das jetzt so negativ darzustellen, weil das ist nun mal unser System und es gibt da auch viele, die in dem System halt sein möchten, weil sie so ein Sicherheitsdenken verankert haben, was für sie auch wichtig ist. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn sie da glücklich wären. Aber ich glaube, das ist der Grund, wieso viele diese Verbindung zu ihrem inneren Kind verlieren und deswegen halt dieses Brodeln halt nicht mehr da ist. Das kann aber in jedem geweckt werden und das ist ja die geile Nachricht dabei. Und das Spannende ist, um jetzt genau da anzuschließen und genau das auch rauszufinden, wo es denn brodelt bei dir, jedes Ziel hat einen bestimmten Zweck. Wenn du dir zum Beispiel wünschst, ich möchte mehr Sicherheit, finanzielle Sicherheit, ich möchte vielleicht ganz viel reisen, vielleicht wünschst du dir ein eigenes Haus, vielleicht ein Auto, vielleicht eine Familie, was auch immer das ist, was für dich Erfolg ist, es erfüllt uns nur Bedürfnisse. Und es ist gut herauszufinden, welches Bedürfnis steckt dahinter, hinter dem, was du dir wünschst in deinem Leben. Wünschst du dir vielleicht einfach mehr Ruhe? Wünschst du dir einen Polster, wo du weißt, egal was ich mache, es ist immer genügend da? Wünschst du dir vielleicht Abenteuer? Willst du was erleben? Willst du raus? Willst du Neues erkunden? Vielleicht wünschst du dir aber auch eine Art von Status. Vielleicht möchtest du auch von anderen Menschen bewundert werden und sagen, ja, die oder derjenige hat was aus seinem Leben gemacht.
Und da gibt es verschiedene Arten von Bedürfnissen. Es gibt Liebe und Verbindung, dass man geliebt wird von außen, von anderen Menschen. Es gibt Significance, sozusagen, ich bin wer in dieser Welt. Und ich werde sozusagen von außen auch anerkannt und respektiert und so weiter. Dann gibt es noch das Bedürfnis nach Sicherheit, was jeder Mensch hat. Dann gibt es aber auch wieder das Bedürfnis nach Unsicherheit, nach Variabilität, nach neuen Dingen. Und dann auch wiederum Menschen zu dienen und einen Mehrwert zu geben, dass ich sozusagen, wenn ich auf dem Sterbebett liege irgendwann und sage, okay, was habe ich denn hier überhaupt bewirkt? Und wenn ich dann sehe, wo die Früchte von dem sind, was ich bewirkt habe, weiter wachsen, das bringt auch ganz viel Erfüllung. Und dann gibt es noch das Bedürfnis von Wachstum. Und dazwischen, zwischen diesen ganzen sechs großen Punkten, gibt es natürlich viele, viele Varianten. Und wenn du wirklich bei dir merkst, was ist dein Bedürfnis? Was willst du fühlen? Dann hast du den Motivator und dann kannst du auch durch diese Durststrecken noch viel besser durchgehen, wenn du dich mit diesem Gefühl so verbindest. Das ist so meine Erfahrung. Also das Schwierigste ist einfach die Reise zu sich selber, sich zu finden, wer bin ich wirklich, was will ich nie mehr, wieso will ich es, korrespondiert das mit meinem Herz oder sind das alte Glaubenssätze, die man mir irgendwo indoktriniert hat und gesagt hat, ja, so hat es abzulaufen, wer sagt denn das, ist das okay für mich, entspricht das meinen Werten? Und da kann ich einfach nur jeden dazu einladen, mein erstes Buch, das ich geschrieben habe, es fange endlich an zu leben, ja. Und es gibt ein Leben vor dem Tod. Viele warten, die warten immer auf irgendeinen richtigen Moment. Dabei ist er bereits schon gekommen. Oder wie Christian sagte, es geht nicht darum, den Erfolg von anderen nachzumachen. Und da hat Christian völlig recht. Wir sind heute so overloaded, ich erlebe das selber, im Flow, wo ich denke, boah, das ist geil, das ist geil, das ist auch cool, das könnt ihr auch noch machen, das wird mir auch noch Spaß machen. Und da geht es einfach um die Fokussierung, dass du am Ende deines Lebens wirklich sagen kannst, ey, ich habe voll und ganz mein Leben gelebt. Ich habe so viele Magic Moments gehabt, ob ich jetzt abhänge, wie Nana so schön sagte, oder sonst irgendwas mache. Ja? Ich fliege zum Beispiel gerne mit dem Hubschrauber, da sagen viele, oh, was ist denn das für ein Scheiß? Sag ich, okay, für dich mag es ein Scheiß sein, für mich ist es toll. Die Erfüllung. Und jeder sollte einfach sein Leben so gestalten, dass er jeden Abend, wenn er ins Bett geht, sagen kann, boah, hammer cool. Und das Beispiel von dir, Christian, mit deinem Sohn steht auf, eine Minute später, bumm. Ich denke, da können wir alle noch was draus lernen. Ja, sehr, sehr schön. Danke. Ich finde auch, der schnellste Weg ins Unglücklichsein ist, sich zu vergleichen. Ja. Ja, also wenn genau. Man sich zu sehr an anderen misst und sich anschaut, okay, die anderen machen das alle so toll und sind alle so erfolgreich und die strahlen so und sind immer im Flow und reißen alle mit. Zum einen weißt du gar nicht, was dahinter steckt. Das kann ja auch eine Maske sein. Und zum anderen, jeder ist ja anders. Und jeder hat seine eigene Energie und seinen eigenen Weg. Und da ist es halt wichtig, seinen eigenen Weg zu finden. Und ich finde, ich zitiere mal ganz, ganz gerne so ein Kapitel aus dem Buch Hektors Reise, wo Hektor reist um die Welt, um das Glück zu finden, um zu gucken, was das Glück ist. Und er ist dann irgendwann auf irgendeinem Langstreckenflug wieder upgraded in die Business Class und sitzt und genießt den Champagner, den er bekommt und ist total begeistert und sagt zu seinem Sitznachbarn, boah, ist das nicht toll hier vorne in der Business Class? Und der Sitznachbar sagt, naja, ist kein Vergleich mit der First Class. Das heißt, wirklich dieses Vergleichen. Natürlich ist Business Class ein Wert für sich, First Class ist natürlich einen ganzen Tacken besser, aber das einfach zu genießen, was ist, und nicht zu vergleichen mit anderen. Und Privatchat ist noch besser, ja. Ja, und das geht ja grundsätzlich schon los, wenn du heute einen kleinen Erfolg halt eben hast, ja, dann ist das erstmal Erfolg. Ja, und dann ist es nicht ein kleiner Erfolg, dann ist es nicht ein schlechter Erfolg, dann ist es nicht weniger, als der andere erreicht hat, dann ist es erstmal ein Erfolg. Und das musst du auch erstmal verstehen. Also wenn du gerade so zum Beispiel ein Perfektionist bist, wie ich das sehr stark früher war, dann war das sehr häufig so, dass nichts gut genug war. Das heißt, du hast einen Schritt erreicht, du hast irgendwie einen super Kunden gewonnen, hast 1 Million Umsatz gemacht und sagst dann so, oh wow. Ja? Dann kommt der Nächste und sagt, ich habe 2 Millionen. Dann denkst du so, ah scheiße, wie schaffe ich das jetzt wieder? Und so fängt es immer wieder an, schwieriger zu werden. Feiere jeden kleinen Erfolg, weil erst dann wirst du das Gefühl haben, erfolgreich zu sein.
Wenn du es nicht feierst, wirst du das Gefühl haben von unglücklich sein. Also warum solltest du es dann nochmal erreichen wollen? Du wirst dann immer wieder alles dagegen tun und dein Innerstes wird immer alles dagegen tun, dass du nochmal an diesen Punkt kommst. Also feiere jeden kleinen Erfolg, weil dadurch wirst du das Gefühl haben, das war gut, was ich hier gerade gemacht habe. Auch dein Innerstes wird dich dabei unterstützen, den Weg weiterzugehen. Und jedes Mal, wenn wieder so ein Erfolg dazukommt, ja, dann hast du doch den inneren Antrieb schon da. Wenn jetzt noch höhere Ziele dazukommen, dann ist sogar gesichert, dass wenn es mal schwierig wird oder so, dass du dann immer noch der Vision weiter folgst und diesem Fixstern folgst und dementsprechend halt deinem Weg treu bleibst. Ja? Wobei ganz wichtig, Wegtreue ist nicht so wichtig wie deine Zieltreue. Ja? Sei kreativ in deinem Weg und wenn du ein schönes, tolles Ziel hast, dann ist es erstmal egal, wie du da hinkommst. Ja? Geh erstmal einen Schritt und schau mal, ob es gut ist. Und oft sind meine Ziele gut gewesen, aber meine Wege dahin, die ich vorgeplant habe, total Schrott. Ja, dann musst du auch in der Lage sein, einfach mal wie beim Pokern auch mal ein Blatt wegzuschmeißen und zu sagen, okay, das war jetzt nichts, jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Und wenn sich das besser anfühlt, dann ist das voll okay. Und wenn jemand sagt, ja, aber du warst doch immer, dann sag, ja, bis gestern. Aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Norbert Blüm hat das schon gesagt und das ist für uns genauso gültig. Also sei einfach nur einem Menschen treu und das bist du selbst und deinen Zielen, die du hast. Sehr schön. Das heißt also, alles, was du erreichst, und wenn es noch so klein ist, mach Celebration, zelebriere es. Das ist so wichtig. Halt diesen Moment fest. Und was mir immer sehr hilft, ist, da ins Erfolgsbuch einzutragen, auch wenn viele sagen, ey, was für ein Scheiß, wie kannst du Erfolge aufschreiben? Nein, ich schreibe jeden kleinen Erfolg auf. Und das motiviert mich, ich mache das heute noch. Ja? Und Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ganz wichtig. Und da auch in die Schriftlichkeit gehen. Weil das ist genau das, was du sagst, Stefan. Das gibt ganz, ganz viel Kraft. Das trägt dich einfach. Ich mag gerne noch einen ganz kleinen Punkt mit reinbringen, weil wir haben ja jetzt auch hier Teilnehmer, die sagen, okay, sie möchten gerne noch mehr Erfolg haben, als bisher vielleicht. Und was ich bei mir selber auch jetzt immer wieder erlebe, je nachdem, wo mein Fokus ist, habe ich mehr Energie oder weniger Energie. Je nachdem, mit welchen Menschen ich mich viel umgebe, habe ich mehr Fokus auf mein Ziel, habe ich mehr Kraft, auch das wirklich umzusetzen oder eben weniger. Und zum Beispiel, wenn ich mir jetzt angucke, ich habe eine Mastermind im Hintergrund, ich habe eine zweite Mastermind, dann ist es immer wieder, habe ich Menschen, mit denen ich gemeinsam mich unterstütze, meine Ziele zu erreichen. Und dann habe ich es immer wieder erlebt, dass ich kurz davor war, jemanden anzurufen aus meiner Mastermind und zu sagen, okay, ich brauche jetzt gerade mal ein bisschen Fokus, ich habe gerade hier die Challenge, kann ich das kurz mit dir teilen, vielleicht hast du dann einen Tipp für mich. Und häufig war es schon so, wenn ich nur den Gedanken hatte, ich gehe jetzt gleich ans Telefon und spreche mit dieser Person, dann nur dadurch, dass ich einmal diesen Gedanken hatte, ich werde da gleich anrufen, kamen auf einmal so viele Ideen, die mich schon zum Erfolg gebracht haben, wo ich gemerkt habe, wow, auf einmal bin ich in einem Drive, auf einmal bin ich in einem Vorwärts. Ah, die Idee habe ich jetzt, kann ich das machen. Ich brauchte noch nicht mal mehr umsetzen. Ich brauchte mich nur gedanklich mit diesen Menschen verbinden, wo ich wusste, die sind bei mir im Hintergrund. Ich weiß, die wollen auch erfolgreich sein, die sind auch driven. Und auf einmal ist es ganz anderes, nur weil ich an jemanden denke, der auch ähnlich unterwegs ist wie ich. Das heißt, such dir echt Leute, wo du merkst, die inspirieren dich, die sind da, wo du hin willst. Und du hast mehr Energie, wenn du mit denen zusammen bist. Und dadurch könnt ihr halt euch auch gegenseitig unterstützen und natürlich veränderst du auch deine Gewohnheiten. Du veränderst das, was bisher normal war. Das Größte, das meiste, was wir denken, das meiste, was wir fühlen, was wir tun, ist pure Gewohnheit. Die meisten Gedanken, die wir denken, denken wir immer und immer und immer und immer wieder. Die meisten Gedanken sind nicht neu. Und damit, dass wir uns mit Menschen zusammentun, wo wir sagen, ja, das macht genau das Richtige mit mir, damit ich meine Ziele erreiche. Dadurch können wir ganz leicht und angenehm und spielerisch auch neue Muster anlegen. Einfach nochmal so als Idee mit rein. Ich finde das so wertvoll, was ihr hier gerade alles raushaut. Also ich bin total begeistert und ich kriege auch ganz auf Facebook auch schon ganz tolle Kommentare, wie was für Schätze ihr hier zu den Leuten rübergibt. Und ich hatte eigentlich vor, jetzt eine kurze Zusammenfassung zu machen, weil jetzt die erste halbe Stunde vorbei ist. Aber dann würde ich jetzt noch mal eine halbe Stunde reden, weil jeder einzelne Gedanke, den ich herausgehauen habe, für mich wiederholenswert wäre in einer Zusammenfassung. Von daher verzichte ich jetzt auf die Zusammenfassung und würde jetzt einfach mal im Chat sagen, feuerfrei. Ihr könnt super gerne eure Fragen reinschreiben. Ich habe die im Blick. Und
ich halte jetzt einfach direkt wieder meine Klappe und lasse euch weiterreden, bis die ersten Fragen kommen, weil ja, ihr einfach so unglaublich viel tolles Wissen raus habt. Beziehungsweise vielleicht schmeiße ich euch noch gerade einen Gedanken rüber, weil mich das in den letzten Monaten total geflasht hat, zum Thema große Ziele machen. Wir haben hier jemanden, der Ziele mit sich selbst auch im Zwiegespräch austüftelt und überlegt, was für ein Ziel will ich denn jetzt und wie groß oder wie klein will ich das? Und dieser jemand hat sich überlegt, ich will Erfolgsautor werden. Und ich will vielleicht nicht nur ein Buch schreiben im Zwiegespräch miteinander, aber vielleicht erzählt dir die Geschichte einfach selber ernst. Ich gebe mal an dich ab und du kannst mal erzählen, was große Ziele machen können. Okay, ja, mache ich gerne. Danke, Eva. Ja, mein Traum war schon lange, lange Bücher zu schreiben und ich kam einfach nicht in die Puschen. Das war so ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich habe dann mir überlegt, mich selber gecoacht, was ja relativ schwierig ist, ja, sowas zu machen. Und ich habe mich dann gefragt, wieso schreibst du kein Buch? Weiß ich nicht. Ja, möchtest du ein Buch schreiben? So, ja, schon irgendwo. Ja, möchtest du vielleicht 2 schreiben? Nee. Und das ging dann so weit. Möchtest du 10 Bücher schreiben? Nee. Ja, wie viel willst du dann schreiben? Weiß ich nicht. Nee, komm jetzt, sag mal, wie viele Bücher möchtest du schreiben? Und dann plötzlich ist es mal aus mir rausgekommen. Ey, 1000 Bücher, ja? Boah, und macht dir das Spaß? Wahnsinn. In dem Moment habe ich Feuer gefangen. Das war so riesig. 1000 Bücher, das ist ja fast nicht zu schaffen, ja? So, und dann habe ich natürlich ein bisschen Angst bekommen. Ich sage, ey, weißt du was, jetzt rechnet das einfach mal runter. Natürlich bin ich im Rückstand. Klar müsste ich 100 Bücher mehr geschrieben haben, um in meinem Soll zu sein. Aber alleine mit jedem Buch, das auf den Markt kommt, das macht mir so viel Spaß. Das macht mich glücklich. Und auch die ganzen Leser, die sind so happy, was da alles zurückkommt. Ja? Und darum kann ich einfach unseren Zuschauern einfach nur mitgeben, komm, schraub richtig an deinen Zielen, wenn du das magst. Mach ganz, ganz hohe, riesengroße Ziele, auch wenn du nicht ganz dahin kommst. Du kommst viel, viel weiter. Weil ich kenne viele Leute, die sind immer noch an dem ersten Buch am Schreiben, ja, schon seit Jahren. Die kriegen es einfach nicht fertig. Ja? Wenn du aber 1000 Bücher zu schreiben hast, ja, dann ist ein Buch gar nichts. Dann ziehst du das Ding einfach durch in einem hohen Tempo. Und da mache ich auch Seminare dazu. Wie schreibe ich innerhalb von 7 Tagen ein Buch? Fix und fertig mit allen. Ja? Und wie promote ich das? Wie bringe ich das mit Erfolg auf den Markt? Aber das habe ich, eben wie du sagst, Eva, das habe ich nur geschafft, weil ich ganz, ganz große Ziele habe. Und so mache ich es mit allen Dingen. Ja? So riesig. Und freue mich dadurch, dass ich immer zelebriere, jedes kleine Etappenziel. Das gibt mir so viel Lebensfreude, Spaß, jeden Tag. Und um das geht es. Und ob ich jetzt 1000 geschrieben habe, bis ich gehe von dieser Erde oder nicht. Ich habe schon mehr geschrieben, als was ich jemals geschrieben hätte, wenn ich nie so hohe Ziele gehabt hätte. Ja? Also darum einfach für jeden der Zuschauer, habt ganz, ganz fest Mut. Ja? Und hört mich auf die ganzen Leute, die sagen, mir hat man damals auch gesagt, was willst du ein Buch schreiben? Es gibt doch schon so viele Bücher und so. Vergiss doch das. Und du mit deinem Schweizerdeutsch, du kannst doch gar nicht Hochdeutsch Bücher schreiben. Das geht doch gar nicht. Und was weiß ich, was alles. Hör auf, darauf zu hören, was die anderen Leute dir sagen. Du alleine weißt, was für dich wichtig ist. Du alleine kennst deinen Weg. Du spürst es, folge deinem Herzen. Und dann zieh es einfach durch. Und wenn du es alleine nicht ganz schaffst, dann noch hol dir halt Hilfe von Leuten, die es schon getan haben. Und dann, die ziehen dich automatisch mit. Genauso wie andere dich runterziehen. Ja, du kannst wählen. Das mit den großen Zielen kann ich nur unterstreichen. Es ist so ein bisschen, es gibt so den Spruch, wenn du nach den Sternen greifst, kommst du an den Baumwipfeln vorbei, die andere für unerreichbar gehalten haben. Und ich habe die Erfahrung auch selber gemacht. Ich habe vor 2 Jahren, hatte ich mir ein Umsatzziel gesetzt und habe gedacht, ja, das müsste ich ja easy erreichen. Und ich habe es nicht erreicht, weil es für mich gefühlt so, ja, es ist ja easy zu machen und ich habe nicht richtig Gas gegeben. Und dann habe ich das Umsatzziel nochmal verdoppelt und habe gedacht, oh, wie soll ich das denn schaffen? Und ich habe das verdoppelte Umsatzziel jetzt nicht erreicht, aber ich bin mehrfach an dem ursprünglichen Umsatzziel vorbeigeschossen. Weil einfach genau aus diesem Effekt, sich richtig große Ziele zu setzen, wenn man das Gefühl hat, das kann man zu Lebzeiten eigentlich gar nicht schaffen, aber irgendwie ist es doch geil, daran zu arbeiten. Und dann gibt man richtig Gas und dann kommt man viel, viel weiter, als wenn man sich das Ziel nicht so hoch gesteckt hatte. Du brauchst halt nur ein Reframing dafür, ne? Das ist ganz wichtig. Wenn du dir ganz große Ziele setzt und du erreichst dann vielleicht nur ein Zehntel davon, dann darfst du das nicht als eine Niederlage sehen, so unter dem Motto, ich komme da nicht hin, sondern das heißt halt einfach, ich bin schon wieder, keine Ahnung, wenn ich ein Zehntel erreicht habe, ja, dann bin ich schon wieder ja 9/10 praktisch oder 1/10 schon wieder näher an dem, was ich letztendlich erreichen will. Also feiere dann wirklich, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ja, freue dich einfach darüber, dass du jetzt wirklich schon so nah gekommen bist, dass du dich entwickelt hast und wirklich wieder Ernstes auch sagen, also hey, dann mach wirklich Halligalli Drecksau fest, lass es dir gut gehen, ja, mach die Dinge, die dir Spaß machen, geh zum Sport oder tu einfach Dinge, die dir richtig, richtig gut tun, weil dadurch
regst du ja innerlich dein Belohnungssystem wieder an, was dich immer wieder fördert auf deinem Weg zum Erfolg. Ich will an der Stelle vielleicht mal noch eine andere Box aufmachen. Ich hoffe, das ist okay für euch, ihr Lieben. Kommt auf die Box drauf an, Christian. Ja, ich werde sie mal rausholen. Ich guck mal. Ich habe mich viel mit dem Thema Zielsetzung auseinandergesetzt in den letzten Jahren und ich habe festgestellt, dass das Thema Zielsetzung auch da viele Leute extrem unter Druck setzt. Du setzt dir ein Ziel, wie du es gerade beschrieben hast, Katja, und dann erreichst du es nicht und viele hören dann schon wieder auf. Und ich habe für mich festgestellt, dass wenn ich mich auf das Hier und Jetzt fokussiere, einfach auf das Sein, und deswegen mache ich hier eine Box auf, vielleicht der eine oder andere sagt, jetzt wird aber ein bisschen arg spirituell oder wie auch immer, es darf ja jeder selber entscheiden. Ich glaube, dass wahre Erfüllung und wahrer Erfolg damit einhergeht, im Hier und Jetzt zu sein und eine wahre Verbindung zu Menschen zu haben. Weil man muss sich mal überlegen, wieso setzen wir uns denn überhaupt Ziele? Was ist der Hintergrund dessen? Wieso setzen wir uns ein Ziel, einen Umsatz zu erreichen? Was ist denn das, was dahinter ist? Das Ziel ist ja dafür da, dass wir dann irgendetwas dadurch bekommen. Sicherheit, mehr Einfluss, was auch immer, Spaß. Und die Frage ist ja oft, und damit mache ich jetzt nicht Zielsetzung schlecht, um Gottes Willen, ich habe auch mein Zieljournal und so weiter, aber auch da wieder so einen Schritt zurückzunehmen, mal auch da so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ich habe gerade auch schon mal reingeloopt, hier die erste Frage kam so, ich habe nur den ersten Satz gelesen, sowas wie, warum denkt jeder immer, man muss immer mehr Erfolg haben und mehr Erfolg haben? Musst du gar nicht, weil du hast einfach nur die Aufgabe, jetzt glücklich zu sein. Und alles, was du dir an Zielen setzt, hängt nur damit zusammen, dich jetzt glücklich zu machen oder in der Zukunft glücklich zu machen. Und ein wichtiger Faktor ist da einfach zu sein. Katja hat es so schön gesagt, Maske runter. Die Leute mal an dich dran zu lassen, eine wahre Verbindung aufzubauen. Da passiert die Magie. Die Magie, ganz ehrlich, für mich, passiert nicht bei 1,8 Millionen Euro Umsatzziel, sondern bei dem, was dahinter steckt. Bei einer Vision, die ich mit anderen teile, wo ich mit einem Team unterwegs bin, wo Energie da ist. Da passiert für mich die Magie. Einfach vielleicht mal so in den Raum geschmissen. Ich würde mich mal sehr interessieren, was ihr so zu den Gedanken so sagt. Da würde ich gerne anknüpfen. Ich lese euch einmal ganz kurz die Frage dazu vor, damit das so im Kontext ist. An alle Fragenden, wenn ihr fragt, schreibt das nicht nur an alle Diskussionsteilnehmer, sondern auch an die anderen Teilnehmer, sonst können nur wir das hier lesen, aber nicht die anderen, die mit dabei sind. Also es wird gefragt, warum will jeder immer mehr Erfolg, mehr verkaufen, mehr Wissen, mehr Ziele erreichen? Warum sind die Leute nicht zufrieden mit dem, was sie haben und versuchen, ihre Energie und ihren Fokus darauf zu lenken, etwas in der Welt zu verändern und den Menschen zu helfen, die auf dem gleichen Weg sind wie du? Warum sind Umsatzziele wichtiger, als andere Menschen weiterzubringen, wenn man selbst schon alles hat? Also was ganz wichtig an dem Punkt ist, was ich da rauslese, ist, dass du schon mal nicht bei dir selbst bist. Das heißt, du machst dir Gedanken über das, warum andere Leute sich Umsatzziele setzen, warum andere Leute nicht zufrieden sind, wenn sie dies, das und jenes haben. Warum ist es nicht wichtig, dass man sich um Menschen kümmert oder sonst irgendwas? Du weißt immer nie, welche Intention steckt dahinter, warum jemand irgendwas tut. Oft habe ich Menschen erlebt, die haben erfolgreiche Menschen verurteilt dafür, dass sie viel Geld verdient haben. Dass die im Hintergrund, wie in Bill Gates zum Beispiel, dann hergehen und Milliarden spenden, um wirklich Gutes in der Welt zu tun, das sieht man oft nicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, Glück kannst du nur für dich selbst definieren und Erfolg kannst du nur für dich selbst definieren. In dem Moment, wo du auf andere mit dem Finger zeigst und dir Gedanken machst, warum tun die das? Warum macht er dies, das und jenes? Warum macht er das nicht anders? Fällst du in eine Wertung herein? Und das nimmt dich komplett weg von dir selbst. Du musst in deinem Gefühl bleiben, was Christian auch sagt. Du musst in deinem Jetzt sein und du musst für dich fühlen, was ist für dich das Richtige. Und in dem Moment, wenn du in die Wertung von anderen Leuten gehst, bist du meilenweit weg davon, dass du dich selbst fühlst. Weil du dir da über alles mögliche Gedanken machst, aber nicht darüber, wie du dich gerade selbst glücklich machen kannst. Gehen wir doch einfach mal davon aus, dass für dich es wichtig ist, dass du Menschen glücklich machst, dass du sie an die Hand nimmst, dass du human bist, dass du Leuten was Gutes tust, dass du Leute in den Erfolg vielleicht führst, dass du Leuten aus ihrem Unglück hilfst, was auch immer du tun willst, dann gibt dir das ein Glücksgefühl.
Und das ist das Wichtigste, dass du für dich das so definierst, dass du dieses Glücksgefühl in Ziele wieder formulierst und dir sagst, wenn ich das tue, dann kann ich das erst umsetzen. Weil du wirst wenigen Menschen helfen können, wenn du dich nicht finanziell, wenn du dich nicht weiterbildest. Also Coach zu werden hat nun mal damit zu tun, dass du finanzielle Investment hast, dass du in Schulungen gehst, dass du dir Bücher kaufst und so weiter. Das kannst du wiederum nur machen, wenn du entsprechend im Vertrieb machst oder wenn du entsprechend irgendetwas verkaufst oder irgendetwas tust, was Leute für wert halten. Und erst dann kannst du wieder anfangen, Menschen zu helfen. Das sind alles Schritte, die du gehst. Wenn du dich irgendwann zurücklehnen kannst und zurückblickst und sagst, jetzt habe ich Menschen geholfen und ich habe was Gutes getan und ich fühle mich gut dabei, dann hast du doch deine Ziele erreicht. Also geh weg von den anderen Menschen, fokussiere dich komplett zu 100% auf dich selbst und dann wirst du dein Glück und deinen Erfolg auffinden. Also ganz weg vom Urteilen hin zu dir selbst, zum Selbstfühlen, zum Jetzt, zu dem, was Christian auch gesagt hat. Und dann ist auch dein Weg wirklich absolut umsetzbar in jeder Hinsicht. Ich glaube auch, dass dieser Punkt, warum wollen die Menschen mehr und so weiter, hat einfach auch was mit dem Bedürfnis Wachstum zu tun, was die Nala vorhin auch so schön schon erklärt hat. Ja, also Tony Robbins spricht ja immer so von diesem Bild, eine Pflanze, entweder sie wächst oder sie stirbt, aber dazwischen gibt es halt nichts. Und beim Menschen ist es halt das Gleiche. Ja, also ein Mensch, es hat in sich verankert zu wachsen, das Bedürfnis zu lernen, ist im Menschen schon drin. Und ich glaube, das rührt einfach daher. Das wollte ich noch da ergänzen zu dieser Frage oder zu diesem Comment, der da gerade kam. Ja, genau, das wollte ich auch gerade. Schön. Magst du? Nein, mach nur. Das Gleiche wollte ich auch gerade sagen mit dem Wachstum. Und das Wachstum kann passieren nach innen oder nach außen. Manche Menschen gehen nach außen und machen ganz viel, gehen vielleicht in die Politik oder gehen in eine öffentliche eine Rolle in der öffentlichen Person und wollen da ganz viel bewirken. Und für andere ist vielleicht dieses Wachstum mehr nach innen gehen, wirklich dieses Ankommen, viel mehr im Jetzt zu sein, vielleicht Gefühle auch immer mehr zu spüren. Und gerade wenn es um das Thema Erfüllung geht und das Thema Glücksgefühle, ich finde es so schön. Eine Kollegin hat mir mal erzählt, es geht immer um die ganze Torte an Gefühlen. Es ist unmöglich, sich nur super gut zu fühlen und sich schlecht zu fühlen, nicht fühlen zu wollen. In dem Moment, wo ich mich nicht schlecht fühlen will, dann dissoziiere ich mich direkt überhaupt von allen Gefühlen. Dann wird es sozusagen eine depressive, gerade Kurve, dann ist nicht mehr wirklich viel Leben da. In dem Moment, wo ich die Höhen erleben will, muss ich die Tiefen fühlen. Und jede Tiefe, jedes Schmerzgefühl, jede Trauer, jede Wut, jede Angst, all das bringt dich in deine Erfüllung. Es ist dafür da, dass du ankommst und dass du da durchgehst und das fühlst und dann verändert sich. Das Schöne ist, Gefühle sind immer in Bewegung. Wenn du jetzt richtig, richtig viel Angst hast und du fühlst weiter rein, dann ist es jetzt schon wieder anders, dann ist es jetzt schon wieder neu. Und jetzt ist es schon wieder neu und wieder. Und was viele Leute machen, ist, oh Gott, ich habe eine Angst und frieren ein und erinnern sich immer wieder an dieses angstmachende Erlebnis. Und damit bleiben sie dissoziiert, aber es bleibt immer wieder wie so ein Schatten, nehmen sie das mit. Das heißt, wenn es um Gefühle geht, wenn es um das Thema Erfüllung geht, um Erfolg, die ganze Bandbreite ist wichtig. Nur dann können wir halt auch dann so wachsen auf dieser inneren Ebene zum Beispiel. Sehr schön, Anna. Toll, danke. Du, was ganz wichtig ist, einfach raus von dem Beurteilen, Verurteilen. Das ist das Schlimmste, was wir machen können. Damit engen wir uns selber nur ein. Und weißt du, im Schlusseffekt ist es doch egal. Es kann doch jeder so leben, so wie er gerne leben möchte, wenn er natürlich nicht andere dabei verletzt oder gegen Gesetze verstößt. Aber die Bandbreite ist doch so riesig. Der eine will ganz viel Erfolg haben. Ich habe zum Beispiel hier jemanden, der in Bad Dürkheim im Sommer, der lebt den ganzen Sommer im Kurpark, der ist einfach nur happy, der schläft da, der geht morgens auf die Stadt, der bekommt ein paar Euro und ist so glücklich. Ich finde das auch, der Mann ist erfolgreich für mich. Ja? Der lebt erfolgreich sein Leben und das geht es doch letzten Endes. Ja? Und das kann doch nur jeder für sich selber entscheiden, wo will ich hin, was ist für mich wichtig. Aber bitte finde deinen Weg und geh einfach raus aus den Beurteilen, Verurteilen, die machen das, die machen dies und so, warum und so. Beschäftige dich mit dir, wer bist du wirklich?
wirklich, was willst du? Fang endlich an zu leben, leb dein Leben, dann wirst du auch zum Segen, dann wirst du zur Bereicherung für die anderen Menschen. Und das ist doch etwas Wundervolles, das trägt uns alle. Und dann sind wir nämlich in der Liebe, dann können wir anderen Menschen auch ganz, ganz viel geben. Genau. Ja. Das ist super, dass du es gerade sagst. Ich wollte gerade das Stichwort Liebe auch bringen. Ja, erst wenn du aufhörst zu urteilen und über Leute zu reden, dann bist du komplett im Jetzt, im Ich, in der Liebe. Du bist in einem Gefühl, du kannst Gefühle wahrnehmen und dann spürst du auch wieder deinen Schmerz, deinen Erfolg, dein Glück, all das. Und dann fängst du an, es zu potenzieren und es zu entwickeln. Du entwickelst genau diese Gier, die du dann halt eben hast, aber diesmal nicht die Gier nach rein dem Mammon, der keine Bedeutung vielleicht für dich hat, sondern die Gier nach noch mehr Liebesgefühl, die Gier nach noch mehr Zufriedenheit, die Gier nach noch mehr Glück, die Gier nach mehr Energie, womit sich Christian auch viel beschäftigt, ne? Die Power wieder zu haben, in der Früh aufzustehen und einfach zu sagen, hey, wow, ich habe jetzt einfach Bock auf die Welt, ich habe Bock auf Menschen und so weiter. Ja? Wann immer du das nicht fühlst, bist du nicht in der Liebe. Und wenn du nicht in der Liebe bist, kannst du keinen Erfolg verspüren und anderen Leuten auch definitiv keinen Weg hin zum Erfolg zeigen. Das ist unmöglich. Als Coach, ich erlebe das so oft, ich erlebe viele Coaches, die sagen zu mir, ja, kannst du mir deine Techniken beibringen? Du musst erstmal das Herz mitbringen und mir erklären, warum du überhaupt Coach werden willst, weil Techniken beibringen, da kannst du dir ein Buch kaufen oder ein Fernstudium machen. Aber wenn du in der Liebe bist, dann sitzt du abends um 2 noch da und machst dir Gedanken darüber, wie du morgen dein nächstes Coaching anfängst, weil du dir Gedanken durch den Kopf gehen und du nicht sagst, ich lasse das jetzt weg. Nein, es hat Bedeutung für dich. Du willst diesen Menschen einfach begleiten, du hast Spaß daran, du liebst es, wenn er dir hinterher sagt, du, ich habe jetzt 3, wie es bei mir jetzt gerade wieder war, eine Coachie, die ich trainiere, die hat nicht den Weg gefunden, hin zu Kunden zu finden, ja, und plötzlich sagt sie, das ist das Normalste von der Welt für mich geworden, weil ich von dir diesen ganz anderes Mindset bekommen habe, ein Reframing bekommen habe für mein Leben. Das war alles da, aber es ist nicht sichtbar. Es ist erst sichtbar, wenn du dich öffnest, in der Liebe bist und zulässt, dass jede, also man muss sich ja vorstellen, eine Spirituelle mit einem Verkaufstrainer, wie passt sowas zusammen? Das passt genau, das passt perfekt zusammen. Beim Spirituellen bist du schon Meister. Aber da, wo es dir fehlt, das ist genau das, nämlich, dass du die Meisterschaften lernst, die du noch nicht kannst. Ja? Robert Kiyosaki hat das so toll gesagt. Als er zu seinem Rich Dad gegangen ist, hat er gesagt, was soll ich noch lernen? Ja? Da sagte er so, werde Soldat und lerne da Führung. Ja? Werde Verkäufer und lerne da Kommunikation und Vertrieb und so weiter. Und wenn du das alles kannst und alles zusammenpackst, dann können wir über Erfolg reden. Ja? Aber nicht, wenn du in einer Sache halt eben Meister bist. Das wird nie reichen, niemals. Mhm. Wir haben jetzt hier auch noch eine Frage. Also erstmal sagt Karin zu euch allen, ihr seid jeder auf seine persönliche Art eine wunderbare Inspiration für mich heute Abend und bedankt sich. Und Carsten fragt... Ich schließe mich dem völlig an, liebe Karin. Wie geht ihr denn um, wenn ihr mal Zweifel habt? Wie schafft ihr es damit umzugehen? Was sind eure Strategien gegen Zweifel? Ich mag da direkt rein. Ja, mach du. Ich kenne das so gut. Ich mag da so gerne reinspringen, weil ich kenne Zweifel so gut. Ich habe so viel gezweifelt in meinem Leben, weil ich auch so einen Drang hatte zum Perfektmachen. Oder ich hatte eine Idee und wollte loslegen und dann, oh Gott. Das könnte passieren. Oder, oh nee, das weiß ich nicht, wie es funktioniert. Und bin ich ins Stocken geraten. Und 2 Sachen helfen mir sehr, sehr stark. Das eine ist, sofort mit jemandem ans Telefon oder in Verbindung oder jemandem zu schreiben oder mit jemandem zu teilen. Ich habe gerade die und die Zweifel. Hast du da eine Idee für mich? Damit ich aus meiner eigenen Box rauskomme, damit ich aus meinen eigenen Gedankenkonstrukten rauskomme, die aus der Vergangenheit kommen. Und bisher habe ich diesen Erfolg ja noch nicht erlebt. Das heißt, all das, was ich denke, ist vielleicht, oder ein Teil davon ist einfach nicht so förderlich. Und dadurch bekomme ich neue Inspiration. Und das Zweite ist dann, mich zu fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das, was im schlimmsten Fall passieren kann, wenn ich das jetzt tue, was ich vorhatte? Und wenn du dir wirklich den allerschlimmsten Fall ausmalst, dann wirst du vielleicht merken, ach, okay, vielleicht kann ich es dennoch wagen, weil es vielleicht doch nicht so schlimm ist. Und dann ist gut zu wissen, dieser schlimmste Fall, den du dir ausmachst, malst, wird wahrscheinlich in 99% der Fälle nicht eintreten. Mhm. Aber wenn du das Licht anmachst und hinguckst und dich fragst, okay, was ist der schlimmste Fall, was kann passieren, würdest du es dennoch tun? Okay, dann kann sozusagen, ist die Straße so ein bisschen freier, dass du es dann auch auf die Straße bringen kannst und tun und weitergehen. Mhm.
Ich würde auch gerne anknüpfen, also auch, dass sich austauschen mit jemandem, das hilft mir auch unheimlich bei Selbstzweifeln, dass das kleine Schattenkind wieder auf der Schulter ist. Sich einfach mit jemandem austauschen, zu dem man Vertrauen hat, der an einen glaubt und dann entsprechend wieder auf die, ja, an die guten Sachen erinnert und an das, was man, was ich gut kann. Und das Zweite, was bei mir auch ganz gut funktioniert, einfach trotzdem machen. Also in einer Situation, wo ich dann irgendwie Zweifel habe und denke, oh, kann ich das? Bin ich denn gut genug? Das, manchmal hilft es tatsächlich, das einfach ignorieren und es trotzdem zu machen und dann hinterher festzustellen, ja doch, ich bin gut genug, ich konnte das tatsächlich. Also das hilft bei mir auch. Augen zu und durch. Ja, klasse. Ich habe damals immer gedacht, na, wenn ich dann eines Tages älter bin, dann gehen die Zweifel weg. Das ist absoluter Blödsinn. Die Zweifel bleiben. Auch ich habe jeden Tag auf meinem Weg immer wieder Zweifel. Ja. Ich muss mich dann förmlich entzweit. Und dann muss ich halt einfach schauen, ist es richtig, was ich mache? Entspricht das meinem Leben? Macht es mir Spaß? Wie zum Beispiel, ich habe so eine neue Form aufgesetzt, jeden Tag einen Erfolgstipp rauszuhauen über Facebook. Und am Anfang gab es viele Zugriffe, dann wurde es immer weniger. Da kann man natürlich zweifeln, ist es überhaupt gut? Wieso machst du das überhaupt? Und dann ist halt wichtig, ich hole mich dann immer wieder zurück und sage, wieso hast du das überhaupt angefangen? Weil ich 365 Mal jeden Tag möchte ich gerne den Menschen einen Erfolgstipp aus meinem Leben geben. Also hab doch jetzt einfach Durchhaltevermögen und zieh dein Ding durch. Ja? So, und dann hilft mir das einfach wieder. Ja? Und da mache ich einfach weiter und weiß, okay, das erreicht schon die Leute. Du brauchst halt einfach Geduld. Ja? Und egal, das Problem ist einfach nur, wenn du Zweifel hast und du fragst andere Zweifler, nachher bist du völlig verzweifelt. Ja? Also da würde ich einfach sehr aufpassen, wenn du halt jemanden fragst, dann nur jemand, der schon dort ist, wo du hin bist. Weil der kann dir sagen, es ist völlig normal, geht's da durch und dann schaffst du es auch. Ja? Weil sonst ein Zweifler mit einem zweiten Zweifler, die bilden dann oftmals so eine Selbsthilfegruppe, wie ich das nenne. Und ja, das ist dann nicht zielführend, ja. Katja hat es gerade so schön auch gesagt, und da gehe ich auch mit dir komplett konform ernst. Ich habe heute noch witzigerweise noch eine Podcast-Folge dazu gemacht oder online gestellt. Ich habe sie genannt Start Before You're Ready. Also fang an, bevor du fertig bist. Die meisten Leute, wir haben am Anfang, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen, wollen immer so einen perfekten Plan haben. Die machen, die planen und deswegen bin ich auch mit Zielsetzung immer so ein bisschen vorsichtiger. Die wollen die perfekte Zielplanung haben, Monatsziel, Jahresziel, 3-Monats-Ziel, 3-Jahres-Ziel, 5-Jahres-Ziel, 10-Jahres-Ziel und muss alles genau und so weiter. Nee, muss nicht. Fang einfach an. Das hatten wir vorhin schon mal, ja. Start before you're ready. Das kalte Wasser, spring so oft wie möglich in dieses kalte Wasser rein, weil das ist ja genauso wie mit dem Kaltduschen morgens, ist ja auch gut, ne, um mal ein bisschen in Schwung zu kommen. Am ersten Tag fühlt sich scheiße an, die erste Woche fühlt sich auch kacke an. Nach einem Monat ist so, ja, geht so, aber nach einem Jahr fühlt sich das kalte Wasser wie warmes Wasser an. Und wenn du jetzt jeden Tag einfach die Dinge tust, dann gewöhnst du dich auch daran. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier in allen Richtungen und dann werden die Zweifel auch, die werden immer da bleiben, wie Ernst das so schön gesagt hat. Und auch hier, egal auf welchem Erfolgslevel, wenn du mit den High-Performern sprichst, mit Leuten, die, wenn du mit Tony Robbins sprichst oder keine Ahnung, mit Leuten, die ganz oben sind in unserem System von Erfolg vielleicht oder wie auch immer, oder in dem, was ich habe, die haben alle immer noch die Zweifel. Ja, die haben immer noch Zweifel jeden Tag, vielleicht auf einem anderen Level, aber das geht nie weg. Also musst du doch einfach nur lernen, mit den Zweifeln zu leben, damit umzugehen und zu gucken, dass dich die Zweifel nicht aus der Bahn werfen und dass du halt trotzdem tust und das so häufig wie möglich. Da gibt es einen coolen Ansatz zum Thema Zweifeln auch. Ja, also ich mache jetzt noch eine andere Box auf, so wie du es vorher auch, Christian, gemacht hast, ich habe mich immer sehr stark gebremst dadurch, dass ich Zweifel immer zum Anlass genommen habe, wieder komplett umzudrehen und in eine andere Richtung zu laufen. Und das ist gar nicht der Sinn von einem Zweifel. Ein Zweifel, das ist ein innerer Impuls, den du hast und der ist meistens nicht unbegründet. Der kommt irgendwo her. Wenn er sehr häufig kommt, dann hat es meistens eine Ursache. Dann setz dich mit diesem Zweifel mal genau auseinander. Also was an dem Prozess, den du gerade tun willst, spricht denn jetzt wirklich der Zweifel an? Ist das wirklich das Gesamte?
Oder ist es vielleicht nur ein Teil davon? Was fühlt sich denn jetzt wirklich unsauber an? Mit was kommst du denn jetzt nicht ganz konform? Was führt dich vielleicht nicht an dieses Ziel, wo du hin willst? Was passt nicht in deinen Öko-Check hinein mit deiner Umwelt oder sonst irgendwas, das es umsetzt, dass du heute abends noch arbeitest und vielleicht doch in deiner Jogginghose auf der Couch liegen bleibst? Ja? Was ist es denn wirklich, was diese Zweifel dir sagen will? Und mit dem solltest du dich wirklich auseinandersetzen. Schieb Zweifel nicht immer weg. Ein Zweifel kann durchaus Sinn machen. Also ein Zweifel nur wegzuschieben und zu sagen, mach es trotzdem, wird dir keine Information geben. Versuch so viel Information aus dem Zweifel rauszuholen. Und wenn du feststellst, hey, das ist totaler Bullshit, das hat nichts mit mir zu tun, das sind alles nur Impulse, die ich von außen bekommen habe, dann springst du ins Wasser und tust es trotzdem. Aber lass dir vorher trotzdem noch ein paar Informationen von deinem Zweifel geben. Denn der kann dir echt manchmal, so war es bei mir zumindest, echt einen Hintern retten. Ich mag euch mal hier gerade auch das Feedback geben von den Zuschauern, die auch gerade sagen, ich könnte euch stundenlang zuhören. Das ist so grandios, was ihr hier teilt. Ich bin tief berührt darüber. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin auch so glücklich, dass ihr hier diese Stunde einfach so vielen schönen Inhalt an die Leute gegeben habt. So ganz am Anfang habe ich auch ganz kurz diesen Zweifel gehabt, passt das denn überhaupt zu passivem Einkommen? Ist denn ein Erfolgstalk? Die richtigen Experten hier und können die das machen? Nein, diesen Zweifel habe ich ein bisschen, ob die Experten sind. Auch wenn die streiten, die sich nicht. Ich kenne euch ja, ich finde euch wundervoll, sonst hätte ich euch nicht hierzu eingeladen. Danke. Aber ich merke einfach, dass es für die Leute total wertvoll ist, dass es die Leute direkt berührt und dass es auch zu den Leuten hinkommt und für sie wirklich einfach viel Inspiration gibt, wenn man das Gesamtpaket anguckt. Nämlich passives Einkommen ist, finde ich, ein super Konzept, wofür ich total brenne. Aber das ist natürlich auch mit Erfolg verknüpft, zumindest auch so ein bisschen in meinem System. Und Erfolg ist eben aber auch nicht nur Euros auf dem Konto zu haben, sondern es gehört total viel dazu. Es gehört total viel Mindset dazu und es gehört so ein ganzes Subsystem dazu oder so ein riesen, ne, einfach ein ganzes Universum zu diesem Thema. Und von daher finde ich, passt es sowohl zu passivem Einkommen perfekt, dass wir hier zusammen sind. Und ich finde es auch wirklich fantastisch. Wir haben jetzt noch so 2-3 Minuten. Es kommt noch die Frage, ob es eine Aufzeichnung geben wird. Es wird auf jeden Fall auch auf YouTube hinterher das Video geben, wo ihr auch noch schauen könnt. Und in 8 Wochen gibt es die Experten auch in dieser Zusammensetzung hier wieder. Also ihr werdet jetzt alle 2 Monate die Möglichkeit haben, diese geniale Truppe hier zu hören, euch inspirieren zu lassen, euch ganz, ganz viel mitzunehmen für euer Leben. Ich hoffe total, dass es euch hilft und würde jetzt einfach nochmal an euch 5 geben. Was ist so der eine wichtigste Gedanke, den ihr heute den Leuten noch mit rausgeben wollt? Also ich würde tatsächlich jetzt einen Moment innehalten und fragen, was hat dich am meisten berührt? Wo merkst du, wow, irgendwie entweder das war für dich eine ganz schöne Herausforderung, der eine Gedanke, oder einfach bei dir sehr stark angekommen. Und dann schreib dir das mit und nimm das mit. Nimm das mit in den morgigen Tag und setzt das morgen 5-mal um, mindestens. Oder 10-mal oder 15-mal, so häufig wie möglich, dass du einfach in diesem Tun bist, dass du sofort handelst und Spaß daran hast. Und vielleicht schon jemanden findest, der da ist, wo du hin willst und einfach mal dich mit dem connectest und guckst, wie kannst du dir immer mehr ein Netzwerk aufbauen von Leuten, die dich aufbauen, von Leuten, die ja, dir dabei helfen, dass du so lebst, wie du leben willst. Mhm. Ich würde gerne schließen mit einem Satz von Oscar Wilde. Sei einfach du selbst, alle anderen gibt es schon. Das heißt, find deinen eigenen Weg, find deinen eigenen Erfolg. Weil es ist wichtig, dass du bei dir bleibst und deine Form von Erfolg, sei es nun finanziell, sei es 1000 Bücher, sei es viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Find deinen eigenen Weg. Die anderen Wege gibt es schon. Ja, Jungs. Gut. Dann mache ich weiter. Einen der krassesten Gedanken, den ich auch auf einem Seminar mal mitbekommen habe und seitdem auch selber fast in jedem Coaching, was ich gebe, irgendwie mit dabei habe, will ich auch hier mit euch teilen. Am Ende ist alles immer nur ein Gedanke. Und das war es auch schon. Weil ob du denkst, eine Emotion beruht halt auf einem Gedanken und davon ist halt alles andere abhängig. Und ob du denkst, dass dieses Ziel dir wichtig ist, du kannst auch einen anderen Gedanken haben. Also
am Ende des Tages ist es nur ein Gedanke. Und wir haben vorhin über Bewertung gesprochen. Ich glaube, der Ernst hat darüber gesprochen, ne? Bewertung. Ja. Bewertungen sind letztendlich auch nur Gedanken. Und du kannst den Gedanken jederzeit ändern. Deswegen setz dich einfach gleich hin, wie es die Nana so schön gesagt hat. Schreib raus, was dir am besten gefallen hat. Und sei einfach in dem Moment dankbar für die Dinge, für die du dankbar sein kannst in deinem Leben. Alles andere wird seinen Weg gehen. Ich möchte zwei Dinge mitgeben. Also großartiger Gedanke, Christian. Also mit dem, am Ende ist es wirklich ein Gedanke und da möchte ich dich auch dran teilhaben lassen. Also der Gedanke, den du immer haben solltest, wenn dir jemand sagt, was Erfolg für dich sein soll oder wo du hingehen sollst, stell dir eine einzige Frage. Wer sagt das? Das ist wirklich ein Satz, den habe ich hier bei mir im Büro ganz groß stehen. Wer sagt das? Und deswegen auch train different, weil ich sage immer, hey, wenn es das alles schon gibt, ja, sagt keiner, dass es richtig war. Und es sagt auch keiner, dass es seit 300 Jahren richtig war, dass es seit 1000 Jahren richtig ist oder seit 20 Jahren richtig ist. Und auch was deine Eltern dir gesagt haben, das mag für sie richtig gewesen sein, muss aber nicht für dich stimmen. Also stell dir bitte eine einzige Frage immer in deinem Leben, wenn dir irgendwas zugetragen wird, wer sagt das? Und das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, du schließt jetzt den Laptop und gehst zu dem Menschen, den du am liebsten hast. Und dem teilst du jetzt deine Gedanken mit und sagst ihm einfach mal, was mit dir gerade hier passiert ist. Weil was ich mitgekriegt habe und bei mir am stärksten gemerkt habe, ist, es gibt einen einzigen Co-Pilot in deinem Leben und das ist dein Partner. Und wenn der nicht in dieselbe Richtung lenkt wie du, dann kommst du nie an dein Ziel. Also rede mit ihm offen drüber, sag ihm deine Gedanken, sag ihm deine Ängste, sag ihm deine Wünsche und dann setzt euch mal gemeinsam morgen hin und macht mal eure Ziele, weil die können schon wieder ganz anders aussehen. Ja, super. Für mich, du hast jetzt zugehört, du hast jetzt 5 Experten hier dabei gehabt. Was hat dich am meisten angesprochen? Was hat dein Herz am meisten berührt? Ja? Und dann schreib das bitte auf. Und dann gilt für mich immer die Nullstunden-Regel. Fang an. Weil du hast irgendeinen Gedanke, du hast irgendein Gefühl. Und je schneller du jetzt in die Umsetzung kommst, desto schneller wird es Wirklichkeit. Das heißt, der Gedanke ist letzten Endes ein Saatkorn. Bring ihn bereits unter die Erde. Tu bitte kommentieren bei Facebook. Hau das bitte raus in deine Timeline. Was hast du erlebt? Was hat dich berührt? Gib ein Commitment ab, ja? Und das macht was mit dir. Null-Stunden-Regel, ja? Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben. Viele sprechen von 72-Stunden-Regel. Nein, Null-Stunden-Regel, damit die Zweifel keine Zeit haben. Fang an und wenn du morgen denkst, ah, nee, ich sehe es doch nicht ganz so, dann ist doch egal. Du kannst doch immer Kurskorrekturen ändern und nicht hingehen und sagen, ja, jetzt haben wir es gesagt, jetzt müssen wir es machen, das ist doch alles Käse. Hab einfach die Freiheit, ein wundervolles Leben zu führen und ja, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank an diese tollen Experten. Danke, dass ich dabei sein durfte, liebe Eva. Und an die Zuschauer, danke. Und bitte teilt das, haut das wirklich in die Welt hinaus, dass ganz, ganz viele Menschen davon profitieren können. So wie ihr jetzt auch hier happy seid, ihr habt so viel mitnehmen können. Helft durch euer Teilen und kommentiert, wenn ihr es teilt auch. Weil wenn wir alle daran arbeiten, dass die Welt sich ein bisschen dreht und ein bisschen schöner und besser wird, mein Gott, dann haben wir doch alle gewonnen. Danke. Ich möchte auch sagen, ich höre hinten schon, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin quasi im Krankenlager raus, meine kleine Tochter quatscht schon, aber ich bin auch super dankbar an euch, dass ihr dabei wart, sowohl hier als Experten als auch an euch Teilnehmer. Wir waren in der Spitze 100 Live-Zuschauer, finde ich total grandios und freue mich da super, super drüber. Alle, die sich angemeldet haben, bekommen morgen auch noch eine E-Mail von mir, wo ich euch auch noch schreibe, wie ihr euch mit den Experten verbinden könnt, um einfach von denen auch noch mehr zu hören. Ne? Also da gibt es zum Teil grandiose Podcasts, da gibt es Blogs, da gibt es einfach auch tolle Programme, die die haben. Und damit ihr ja den Kontakt zu denen auch finden könnt. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch beim nächsten Experten-Talk wieder mit dabei seid. Wie gesagt, diesen hier gibt es in genau 8 Wochen wieder. Ich kann euch auch den Link dazu schon schicken. Ich freue mich, wenn ihr eure Freunde einladet. Ich freue mich, wenn ihr es auf Facebook teilt und wenn ihr einfach noch mehr Leute auf das Format aufmerksam macht. Ganz herzlichen Dank an euch alles. War mir wirklich eine ganz, ganz große Freude. Ich wünsche euch allen einen fantastischen Abend. Und ja, ich nehme ganz, ganz viel raus mit und hoffe, oder ich weiß, dass es euch auch so gehen wird. Also, vielen Dank, liebe Eva, und vielen Dank auch, dass wir hier dabei sein durften. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. So gerne. Vielen, vielen Dank, Eva. Ganz, ganz tolle Gruppe. Also das schreit ja schon nach einer Wiederholung. Auf jeden Fall. Alle ab Wochen.
Und ich möchte sehen und ich möchte hören, was unsere Zuschauer umgesetzt haben. Wo von heute bis in 8 Wochen, was da passiert ist bei euch. Schenkt uns das, schreibt uns eine E-Mail, schreibt es auf Facebook. Wir wollen gerne in 8 Wochen von euch hören, was ihr umgesetzt habt und wollen auch vielleicht sogar damit den Talk kurz beginnen, dass da so ein paar Stimmen zu hören, um auch anknüpfen zu können. Jede neue Stufe braucht wieder neue Impulse und dann können wir da auch direkt mit euch weiterarbeiten. Juhu. Herzlichen Dank. Alles klar, ihr Lieben. Wir sehen uns in 8 Wochen. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss, danke.